Hi meine Freunde, heute soll es um das Thema Features oder die wichtigsten Features in FIFA 20 gehen. Und zwar möchte ich euch hier die Features präsentieren, die jetzt EA bei der EA Play großartig angekündigt oder mal erwähnt hat. Und zwar gehen wir da als erstes auf Volta Football ein. Das ist eben der brandneue Hallenfußball-Modus und ich hoffe auch, dass dieser Modus nicht nur einfach kosmetisches Extra sein wird, sondern ein großer Schwerpunkt von EA sein wird oder von FIFA sein wird mit eigener Story, die ja schon angekündigt ist, dass eben eine eigene Story vorhanden ist, dass es verschiedene Spielmodi gibt und man einen eigenen Charakter erstellen kann. Man kann sogar sein eigenes Team dann zusammenbauen, man kann also theoretisch nicht einfach nur gegen Dortmund, Bayern, Schalke, Arsenal, Chelsea spielen, sondern kann sich wie in FIFA Street sein Team aus verschiedenen Spielern zusammenbasteln. Was auch sehr cool ist bei diesem Modus, dass es verschiedene Szenarien gibt, wo ihr spielen könnt, zum Beispiel auf den Dächern von Tokio oder irgendwo so ein Underground-Käfig irgendwo in der Nachbarschaft von Amsterdam. Ein Thema oder zwei Wörter, die bei der EA Play ganz, ganz oft genannt wurden, war Football Intelligence. Das ist für EA eine Art Kombination von Features. Hauptsächlich geht es hier vor allem um das dynamischere 1 gegen 1 in verschiedenen Situationen auf dem Feld. Und diese sollen dann eben in FIFA 20 deutlich mehr im Mittelpunkt stehen. Ich habe so das Gefühl, das hört man irgendwie jedes Jahr. Aber vielleicht ist es ja dieses Jahr so weit, dass es dann auch wirklich spürbar ist. EA sagt, dass dann der neue Gameflow den Dribblern eben mehr Zeit geben soll, was auch dann den Skill des Spielers in den Vordergrund stellen soll. Zudem verriet EA, dass die Computer-KI gerade in der Defensive auf jeden Fall reduziert werden soll, sodass der Spieler deutlich mehr Einfluss auf das Spiel und auch auf das Verteidigen nehmen muss. In der Präsentation betonten die Macher oder die Entwickler von EA und FIFA, die Macher und Entwickler von FIFA 20 vor allem vier große Punkte, zum Beispiel das Composed Finishing. Es soll für mehr geradlinige Schussgelegenheiten sorgen und die fundamentalen Elemente des Schießens, laut EA, sollen hier verbessert werden. Was man darunter verstehen kann, wird man dann wahrscheinlich in den kommenden Trailern sehen. Ein weiterer Punkt, der verbessert worden ist, ist das Strafe-Dribbling. Man soll hier mehr Kontrolle beim Dribbeln erhalten und die Skills des Menschen, der den Controller in der Hand hält, soll dann mehr in den Fokus rücken, soll eine größere Rolle spielen. Bisher war es eigentlich immer so, du kannst den rechten Stick einfach in irgendeine Richtung drücken und bla 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 und er macht schon irgendwas Cooles draus. Das soll so dann nicht mehr möglich. Ein neues System heißt Control Tackling System. Basierend auf dem bereits vorhandenen Active Touch System wird das aktive Tackling noch eine größere Rolle im Verteidigen spielen und durch dieses neue System soll das dann ein bisschen erleichtert werden. Und ein großes Ding, was man im Trailer auch noch gesehen hat, war das neue Elfmeter- und Freistoßschießen. Also da gibt es ein ganz neues System. Die Zielmechanik wird komplett verändert. Es wird also gezeigt, dass dann eben so ein Kreis die Zielvorrichtung vorgibt und daraufhin mit der bestimmten Kraft und dem Effekt der Ball dann in Richtung dieses Zielkreises fliegen soll. Und das waren so die großen fundamentalen Änderungen, die EA jetzt auf der EA Play, so heißt das Event, ja genau, vorgestellt hat und genannt hat und was man auch aus dem Trailer entnehmen konnte. FIFA 20 erscheint am 27. September 2019. Wenn ihr EA Access oder Origin Access Nutzer seid, könnt ihr eine Woche sogar früher spielen, bis zu 10 Stunden. Und wenn ihr noch mehr Videos zum Thema FIFA 20 sehen wollt, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und tschüss.